Willkommen zurück zu Let's Play Yooka-Laylee. Wir machen hier nun weiter. Und hier ist ein Knopf. Es geht zu schnell. So. 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 Oh, darum geht das denn nicht? Ach ja, toll, jetzt geht das plötzlich. Eben ging das nicht. Ich bin gleich tot. Ich habe auch... Ja. Ich habe es nicht geschafft. Dann nochmal. Blau wäre es natürlich, die alle zu töten. So wie sie es auch verdient haben. Diese Gegner mag ich ja gar nicht. Aber ich denke mal, so sollte es dann... Ja, wobei, wenn sie tot sind... Irgendwie funktioniert das nicht, dass man sich da dranhängt. Das funktioniert nicht. Oh, jetzt plötzlich, wo man es nicht mehr braucht. Ja, danke, Spiel. Zweimal hat es nicht funktioniert. Dann sobald es beendet ist, Zeit abgelaufen, funktioniert es. Wir sind tot. Ah, doch nicht. Gerade so nicht. So, funktioniert. Mach doch! So, und geschafft. Und fast gestorben. So, ich würde jetzt hier gerne weg. Bring mich jetzt hier weg. Hör auf, mir das zu zeigen. Wow, ihr habt das mit den Schaltern ja schon für mich erledigt. Und ich musste nicht mal fragen. Da ist uns sicher jede Menge spannender Quest-Beschreibung entgangen. Hier, nehmt dieses Stück Papier aus dem Abflussrohr als Belohnung. Habt ihr euch verdient. Ich will jetzt weg, bevor dieses Ding uns gleich noch umbringt. Okay, geschafft. Wir leben noch. So, schnell weg. Ich mag die gar nicht. Und wir haben nur noch ein Leben. Naja, schnell. Einsammeln, Paige und... Einfach nur weg hier, hier vorne. Ist nämlich noch mehr. Dann gehen wir als nächstes hier mal lang. Aha, ja, schon wieder das Ding. Ach, wir kommen da. Ah, jetzt können wir das zerstören. So, okay. Oh, dann, ja. Seil durchbrennen. Und Paige. Aua, natürlich ist das jetzt passiert. So, dort vorne ist Rextros Automat. Dort würde ich gerne hingehen. Ob hier oben vielleicht irgendwas drauf versteckt ist. Ah, sieht leider nicht so aus. Nee, schade. Ich glaube auch, das ist nicht der Weg, den man nehmen soll. Ist hier irgendwas drin? Na, leider nicht. Naja, wir nehmen den Weg jetzt. Das funktioniert ja. Hier wurde ja keine Wand oder so hingesetzt. Und man hat ja auch die Möglichkeit, hier raufzukommen. So, aber bevor wir dort links reingehen, ist Rextro dran. Na, komm nur her. Ah, stimmt ja. Oh, hier unten wäre ein Weg gewesen, scheinbar. Na gut, aber weiter geht's. Ach so, man kann jetzt ja schwimmen. Das habe ich schon wieder komplett vergessen. Ich höre was in der Nähe. Dort unter Wasser sind Sachen. Dann wahrscheinlich die Spielmünze. Die holen wir uns mal. Hier sind bestimmt keine Quallen, die ihn angreifen. Wo ist sie? Ich höre sie. Da vorne. Was bist du denn? Ach so, das Atom. Ja, wir haben sie noch nicht mal getroffen.
Da kommen wir nicht dran von hier aus. Dann gucken wir uns hier mal kurz um. Dort vorne ist irgendwas. Hier sind Federn. Wo führt das hin? Muffiger Korridor. Ein riesiger Schalter. Da soll man irgendwie durchkommen. Nein. Oh, ja doch. Sehr gut. War zwar nicht geplant, aber es hat funktioniert. Und das ist ja das Wichtige, dass das hier funktioniert. Da geht's nicht weiter. Ja doch, da geht's schon weiter. Ja, von nichts treffen lassen. Das würde sehr wehtun. Und wieder runter. Immerhin gibt es hier unter Wasser keinen Fallschaden. Aua. Das tut weh. Ach nö, hier sind mehr davon. Nach links. Nee, nicht nach links. Oh. Verdammt. Hoch. Und dann nach rechts. Etwas schneller. So. Na, hey. Nee. Das sehe ich nicht ein. Ich habe das Teil nicht berührt. Wo spawnen wir? Ach, natürlich müssen wir alles hier wieder neu machen. War ja klar. Gut, jetzt danke. Jetzt beeile ich mich hier ein bisschen. Ich möchte jetzt nicht zu lange wieder sein. An dieser Stelle. Und dann nach oben. Links. Rechts. Und links, 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 links. Und einfach links bleiben. Ja, links bleiben ist schlecht. Und nach rechts und weiter hoch. Und jetzt irgendwo nach links. Ja, Kamera, falsche Richtung. Hier vorne. Dann ist hier noch was. Das bleibt ja nur alles nicht unten. Leuchtet diese Lampe. Leuchtet die. Ah, ne, jetzt so bewegen wir das. Okay. Aha. Und was bewegen wir hiermit oder bewegen wir es damit zurück? Okay, damit bewegen wir es zurück. Verdammt, natürlich passiert das jetzt. Wir rollen das jetzt mal nach ganz links. Und dann vielleicht, ja, gucken, testen wir dann mal. Stopp, stopp, stopp. Ah, ja, ne. Ganz knapp rübergerollt. Sehr knapp. Viel zu knapp, leider. So. Und nun? Das schließt sich, glaube ich, nicht mehr. Nein, doch nicht. Ja, doch, das schließt sich. Aber sehr langsam. Man hat genug Zeit hier.
das kann man auch laufen. Dieses Tor ist sehr langsam. Das hier vermutlich auch. Können wir auch kurz durchlaufen einfach. So. Ah, hier sind Quallen. Und? So. Und wir bekommen ein weiteres Pidgey. Und der Ausgang ist da auch jetzt offen. Natürlich, das tut weh. Ihr tut weh, verschwindet! Schnell, raus hier! Raus, 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 raus! Einfach raus hier! Ganz schnell! So, nun sind wir wieder hier. Dann gucken wir mal, was dort vorne ist. Hilfe! Ich werde hier unten von Dornen zerpiekst. Ja, was will ich denn da jetzt gegen machen? Ich habe ja nichts, um dir zu helfen. Vielleicht ist hier ja irgendwas drin, was dir helfen kann, Pidgey. Sumpfstation. Ja, vielleicht doch nicht. Ach nö, ich mag den Ort hier mag ich nicht. Ich hasse es jetzt schon hier. So viele, wie ich von denen hier sehe. Oh, die verfolgen einen, ja, stimmt ja. Ganz vergessen. Ach, verdammt. Okay, wie zerstört man das oben am besten? Mit Bomben vielleicht? Nein, aber man kann hier landen. Wie zerstört man das? Ja, die Bomben sind gut gegen die hier. Oh. Ah, gut. Hä? Wer war das denn? Ich hab doch gehört, hier irgendwen gehört. Aha, da ist dieser Geist. Unter Wasser müssen wir den fangen. Komm her. Das war gar nicht so schwer. Trotzdem ist hier unten nicht der weite Weg und ich habe keine Ahnung, wo es jetzt weitergeht. Es gibt die hier. Aber man kann das Glas nicht zerstören. Muss man aber irgendwie. Aber so geht das nicht. Ja gut, dann gehen wir wieder, wenn es nicht geht. Denn da brauchen wir dafür wohl noch irgendeine Fähigkeit, die wir jetzt in dieser Welt nicht freischalten werden. Hoffentlich dann in der nächsten. Na, schade. Wir sind da gerade wieder reingelaufen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich wollte gerade nicht da, sondern hier den Spielstand anschauen. Wie viel wir denn jetzt hier schon mittlerweile haben? 8 Stück, okay. Wo das Atom ist, wissen wir ja. Okay. Ach, die Spielmünze haben wir schon. Wo haben wir denn die Spielmünze her? Ja gut, finde ich natürlich nicht schlecht, dann nutzen wir die auch direkt mal. Ich dachte eigentlich, die haben wir noch nicht, dann müssen wir die noch suchen. Deswegen war ich auch noch nicht bei Rextro. Ja gut, dann gehen wir da jetzt natürlich direkt mal hin. Wegen dem Atom gucken wir dann wann anders. Jetzt erstmal Rextro. So, hier. Und hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Und dann holen wir uns aber vorher nochmal ganz kurz diese Federn. Ha 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 ha
wenn die schon hier so bereit liegen. So. Das wird, glaube ich, wehtun. Ach, doch nicht. Geschafft. Okay, ich habe nur kurz was geguckt. Hallo, ich bin Rextro, habe unglaubliche Spielautomaten für euch. Hi Rextro, wir sind's, Joker und Layli. Du erinnerst dich? Wenn ihr mir Spielmünze bringt, könnt ihr ein neuestes Arcade-Spiel ausprobieren. Diese alten Spielfiguren haben kein sehr gutes Gedächtnis, oder Joker? Zumindest ist er noch nicht abgestürzt. Abgefahren, Freunde. Haben Spielmünze. Bitte geh zu Spielautomaten und drücke A. Wenn du Spiel schaffst, gibt Rextro Spezialgewinn. Den nehmen wir doch gerne. Wollen Freunde spaßiges Automatenspiel spielen? Ja. Bebop. Das hört sich schon mal nicht so gut an. Ich mag diese Bienen nicht. Meine Hassgegner aus diesem Spiel. Und hier in diesem Spiel geht es anscheinend um die. Naja, Spiel dauert 2 Minuten. Besiege Firmis, schnapp dir Power-Ups, hol dir den Highscore. Sumpf wird angegriffen von bösen Buben. Nur radikale Drohnen können Bereich verteidigen und Firmis zerstechen. Oder spielen wir vielleicht diese Bienen? Dann ist es dann doch nochmal wieder was anderes. Ja, wir spielen das, okay. Dann ist das. Okay. So. Uns tut hier aber auch einiges weh. Aber bis jetzt ziemlich einfach. Hallo. So. Ich weiß nicht, ob diese Gegner uns schaden können. Die Flammen können es auf jeden Fall. Das haben wir schon gesehen, leider. Und links ist einmal Unverwundbarkeit gerade aufgetaucht. Holen wir uns doch direkt mal kurz. Aua, jetzt sind wir runtergefallen. Okay, und dafür sind die Schmetterlinge dann da. Ach so, dann können wir auch gar nicht angreifen. Solange wir Unverwundbarkeit haben. Da sterben die dann direkt, sobald wir die einmal berühren. So. Doppelte Geschwindigkeit nehmen wir auch mal. Falls es überhaupt doppelte Geschwindigkeit ist, könnte auch mehr oder weniger sein. Ach, da links ist ja direkt einer gespawnt. Ich weiß nicht, wie viele Minuspunkte das Sterben eben gebracht hat. Also, ja. Also wie viele Minuspunkte wir eben durch das Sterben bekommen haben. Doppelkill bringt wahrscheinlich nie keine extra Punkte. Schön wär's. So, vielleicht kriegen wir da vorne noch einen. Oh, ja, jetzt hat. Nee, das hat jetzt als Minuspunkt Dafür würde ich jetzt keinen Minuspunkt sehen. Wow, das war einer der besten Arcade-Vorstellungen aller Zeiten. Woher willst du das wissen? Du weißt doch nicht mal mehr, was du zum Frühstück hattest. Rextro, jetzt okay. Gedächtnis kommt zurück. Rextro musste ein paar Blocks löschen. Versucht Spiel gerne nochmal, wenn Freunde heiß geschlagen. Gib Rextro noch einen Preis. Möchten Freunde wieder spielen? Ja, wir wollen immer zweimal spielen für den Highscore. Wie viel brauchen wir? Eben hatten wir 2400 ungefähr. Etwas mehr. Ugh. 4000. Nicht treffen lassen und schneller müssen wir sein. Vielleicht hatten wir eben auch mehr als 2400. Kann natürlich sein. Ah, komm her. Ja, komm doch her. Ach ja, nee. Fängt schon toll an, der zweite Versuch.
So ein... Nee, hör auf zu reden. Ich will nochmal, direkt nochmal. Ist doch gar nicht so schwer. War nur sehr dumm. Nochmal, schneller. Los, lade. Jetzt schaffen wir das. Los. Beginn, starte. Ei, du bist doch. Bist doch Müll hier unten. Okay, gerade glaube ich irgendwie doch, dass wir sogar ein bisschen mehr hatten. Jeder Gegner gibt 100 Punkte. Und wir hatten schon einige Kills. Immerhin machen die Propeller von diesen Plattformen keinen Schaden. Nee, das... Ich hatte doch noch Unverwundbarkeit, als ich den berührt habe. Ich leuchtete bestimmt noch blau. So, 2000... Ja, doch, wir hatten... Aua. Wir kriegen ja nicht mal Minuspunkte, wenn die uns berühren. Merke ich gerade. Durch das Feuer teste ich mal. Nein, man bekommt ja gar keine Minuspunkte. Dann hat mir eben bestimmt 4000... Ah. Aber das Sterben probiere ich jetzt ungern aus. So, da haben wir auch schon das um. Also, jetzt sind wir auf Rexto. Ups. Jetzt haben wir Rextos Highscore überboten und sind auf Platz 1. ...5000 schaffen wir auch noch. So, mehr will ich auch gar nicht. Genau, 5000. Jetzt warten wir hier oben. Leider kann ich nicht in die Kamera gucken. Ich kann mich davon wegdrehen. Naja, geschafft. 5000 Punkte. Bin ich mit zufrieden. 1000 mehr als Rextro. So, Rextro, was sagst du dazu? Wow, Freunde haben Highscore geknackt. Diesen Rekord gibt es schon seit Rexto sich erinnern kann. Also nicht so lange. Bitte, nehmt Rextos Belohnung. Möchten Freunde wieder spielen? Nein. Gerade nicht. Prima, du hast ein okay, ja, neues Tunikum freigeschaltet. Nein, wollen wir nicht. Nein, hör auf zu fragen. Ich möchte jetzt kurz testen, ob wir da oben drauf kommen. Ja gut, sieht eher schlecht aus. Ja gut, das wird nichts. Nein, gut. Ah nein, hör auf. So, hier beende ich dann jetzt erstmal den Part. Und dann bis zum nächsten Mal.